So, meine Brüder, aus gegebenem Anlass sind wir zurück in Fortnite auf der Switch und wir wissen nicht warum, aber für mich 20 Sekunden wird der Shop aktualisiert. Es ist dann 14 Uhr und ich bin sehr gespannt, was sich verändern wird, was neu dazukommen wird. Ich mache mal einen Screenshot aus Gründen, damit wir immer vergleichen können, was uns gleich erwartet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte und denkt immer an die drei wichtigen Sachen. Zu Hause bleiben, Hände waschen und natürlich random KHD im Itemshop eintragen. Ja, lecker. Und jetzt steigen wir rein. Oh. Der heilige Bruder. Aurum ist jetzt da. Man fragt sich, warum? Die Antwort ist Aurum. Bruder, der Skin hier hat natürlich auch die neuen Herausforderungen, die gestern zum Update, war das Update gestern? Ja, ich glaube schon, geleakt worden sind. Aurum, preise das Gold. Hashtag Iced Out, der Bruder. Wie gesagt, wenn ihr euch ihn gönnen wollt, sehr gerne mit dem Creator Tag Random KHD und ich bin mir sicher, dass die Herausforderungen, die man halt bekommen soll, auch direkt nach dem Kauf da sind. Sollte das so sein, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, dann sind wir, glaube ich, soweit hier ready. Strahlender Umhang, ja, der ist auch ziemlich nice designed. Ist auch eh so ein... Jetzt fällt es mir gerade auf, Alter, der hat einfach... Der ist auf der Switch einfach steif, der Bruder. Guckt's euch an. Diese Ledertücher um seinen Kopf sind einfach... Das ist einfach steif. Und ja, meine Freunde, der nächste Steif-Skin auf der Switch wurde entdeckt. Wow. Skellenwurm. Auch hier natürlich die Frage, warum? Die Antwort ist, Wurm heißt das, okay. Nichts und niemand kann einen Drachen aufhalten. Ich wollte gerade den gleichen Joke nochmal bringen. Na gut. Auch der gehört zum Set Midas Rache. Also schlagen sie sehr gerne zu. Dann habe ich gerade eben gesehen hier, die gute alte Schwestine Sonnenvogel ist jetzt wieder da. Moin Moin und Servus mit den Sonnenschwingen und dazu natürlich der gute Hypnor mit Hypnotik. Ich weiß gar nicht, warum ich immer das Menü verlasse, wenn ich fertig gelesen habe. Axtech, die Axt zu der guten alten Sonnenvogel-Schwestine und der Sonnenaufgangsgleiter. Ja, das erinnert schon sehr stark an Season 8 und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Skin hier erinnert mich auch aus irgendwelchen Gründen an Season 8. Aus Gründen wie zum Beispiel, dass, dass hier auch so ein knöchiger Bube ist. Und es gab ja auch in Season 8 damals schon sehr knöchrige Gestalten. Sehr wichtig und natürlich zu erwähnen, Flobber, der alte Bruder, der diese Engine, die ja neu in Fortnite dazugekommen ist, die Chaos Engine, der soll die ja quasi mit am krassesten nutzen. Kam in der letzten Season raus mit dem Krötenschild und ich würde natürlich sagen wollen, dass er der Jeskin des Tages ist. Ja. Mit seinen drei Stilen sehr, sehr gerne gönnbar. Beziehungsweise das Krötenschild hat drei Stile, oder was? Ja. Heftig, ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. 1200 V-Bucks geht klar für so einen Skin. Scampi als Erntewerkzeug. Das sieht sehr flobberig aus. Wie soll man damit Schaden an Bäumen oder an geschweige denn Stein oder Metallobjekten machen? Nur der gute Bruder weiß es. Ja. Wir machen weiter mit der rechten Seite des Shops und haben hier die Glücksjägerin. Stimme selbst über dein Glück, ja. Season 5 Skin, ich sehe die jetzt quasi zum ersten Mal oder ich konnte mich nie an sie erinnern. Armadillo, auch ein Season 5 Skin. Sagt auch mir jetzt gerade gar nichts. Die Spektralhacke. Schon sehr deliziös. Season 3. Hat auch was. Und natürlich, jetzt kommen wir zum Je-Tanz-Battle des Tages. Es wird Zeit. Der saubere Groove aus Season 7. Die kompletten Kicks. Und die sehr jähhafte Jubelstimmung. Auch schon ein sehr jähhafter Tanz. Auferweckt, sehr teuer, auch aus Season 3. Man kann schon fast sagen, OG ist am Start.
Aber ich glaube, der saubere Groove, der ist heute doch sicherlichst der Jetanz des Tages. Also schlagen Sie gerne zu, wenn Sie ihn wollen. Dann läuft das. Ja, das soweit hierzu, zum heutigen Shop. Man weiß nicht, warum er sich geändert hat. Man geht davon aus, dass ein Grund, ein Mitgrund sein könnte, weil ein Skin, den wir hier natürlich auch gesehen haben, der gute alte Luminos, da stand, ja okay, jetzt steht's nicht mehr dran, aber hier stand vorher halt eben neu. Und das stimmt ja nicht. Ja, weswegen wahrscheinlich der Shop nochmal aktualisiert werden musste. Ach, guck mal, es stand auch nur, dass die linke Seite aktualisiert wird. Die rechte erst wieder um 1 Uhr. Ja, moin, das habe ich auch erstmal gar nicht gesehen. Und generell ist auch die rechte Seite gleich, also von daher, auch hier auf der linken Seite ist doch hier, das ist doch auch gleich geblieben, oder nicht? Ja. Es kam halt nur Aurum dazu. Also war das, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel Parmesan. Nichtsdestotrotz, ja, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich gehe jetzt aus meinem Hamsterkauf, den ich soeben getätigt habe, mir etwas Leckeres zu essen machen. Und dann wird das sehr lecker schmecken. Brüder, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis heute Abend im Stream. Haut rein und macht's gut und bye.